Moin moin meine lieben Leute, in diesem Video zeige ich euch, wie ihr... Ja, was zeige ich euch eigentlich? Ich habe mir vorerst vorgenommen, das Video einfach mal gar nicht zu schneiden und deswegen erzähle ich einfach drauf los. Also in diesem Video behandle ich auf jeden Fall das Thema USV, also die unterbrechungsfreie Stromversorgung. Ich könnte euch das alles vorlesen, aber darauf habt weder ihr noch weder ich Bock, deswegen werde ich einfach in kurzen Stichworten sagen, wofür sie dient und wo sie eingesetzt wird. Also ist meistens so, dass eine USV in Rechenzentren steht, sodass wenn irgendwie ein Stromausfall oder sowas im Gebäude oder auch in der Stadt ist, dass diese USV dann sofort einspringt. Dient auch beim Überspannungs- oder Unterspannungsschutz. Frequenzabweichung, kein Plan, habe ich noch nie gehört. Oberschwingungen auch nicht. Muss also so oft nicht vorkommen. Aber falls das irgendwie eine Frage in der Aufgabe sein sollte, solltet ihr das natürlich wissen. Also lernt es einfach auswendig. Bei den Einsatzorten ist es so, dass das meistens ja, in Krankenhäusern ist oder auch in Serverräumen einiger Firmen. Warum ich sage einiger Firmen, weil viele das vielleicht auch nicht haben. Weil sie einfach zu klein sind oder weil es irgendwie ein Blumenladen ist oder sowas. Und da ist es nicht so schlimm, wenn irgendwie mal der Strom wegfällt, weil sie irgendwie eine Schere haben, um die Blumen zu schneiden. Ja, und ansonsten Eisenbahnstellwerken ist auch in Ordnung. Ja. Hier eine Aufgabe, die typischerweise drankommt, die ist einfach mega leicht. Also ihr solltet, wenn ihr so eine Aufgabe habt, sofort diese Aufgabe, ihr solltet sofort zuschnappen. Ja. Also es ist eine USV in dem Fall, ja 1200 mAh und ist somit auch gekennzeichnet. Wie lange hält sie bei einer konstanten Stromentnahme von 167 mA? So wie ihr sehen könnt, Milliampere-Stunden, Milliampere. Was wollt ihr wissen? Ihr wollt die Zeit wissen, das ist H, wie viele Stunden. Jetzt, ja. Wenn ihr da schon logisch drauf guckt, dann wisst ihr, wenn ihr einige Sachen wegkürzt, wie ihr auf wie ihr auf die Stunden kommt. Also rechnet dann einfach. Ach so, oh. Ja gut, mein Gedankengang erst einmal, ja, das habe ich euch ja schon erzählt, 1200 Milliampere. Die Formel, das ist dann T gleich Q durch I, aber die braucht ihr nicht. Außer sie wird gefragt, dann lernt sie auswendig. Und der Verbrauch von 167 mA. So, 1200 mA durch 167 mA. Somit kommen wir auf 7,185 Stunden. Da braucht man keine Formel, ja. Das geht von alleine. Fluffig wie der Kuchenteig von Oma. So, Formel habe ich euch nochmal hier aufgeschrieben. Schönes Bild reinkopiert. Die Lösung lautet, die konstante Stromentnahme hält 7,185 Stunden. Ich glaube, das ist das kürzeste Video, das ich jemals gemacht habe. Ich wünsche euch viel Spaß, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich würde mich super über ein Abo freuen. Bis bald.